Ja, Thema ist duale Archivierung mit PDF A3. Ich erkläre gleich nochmal, was bei PDF A3 ist, aber gleich so zum praktischen Einstieg zeige ich Ihnen das. Also natürlich nutze ich dann auch PDF A3 für so eine Präsentation. Nach wie vor, ich bin halt Windows-User, deswegen bin ich noch ein bisschen nervös, wenn da so ein Mac ist. Aber entsprechend hier habe ich jetzt die Windows-Oberfläche, da fühle ich mich ein bisschen wohler. Natürlich mache ich auf Windows Präsentationen mit PowerPoint, aber genau das ist so eine Idee. Mache die als PowerPoint, aber wenn ich sie dann fertig habe, dann konvertiere ich die eben nach PDFA. Sowieso immer gut für Langzeitarchivierung, die Themen kennen Sie alle. Und ich konvertiere sie halt auch ganz gerne als PDFA 3, wo, wie wir dann noch gleich ausführlicher sehen werden, man eben noch weitere Dateien einbetten kann. Und genauso sehen Sie das. Das versteht auch jeder vernünftige PDF-Viewer, würde ich mal sagen. Der kann das auch sehen. Also Sie sehen natürlich, in dem Fall ist es hier mal der Foxit Reader, geht natürlich auch in dem Adobe Reader. Es gibt auch andere PDF-Viewer. Sie sehen schon mal oben den kleinen Informationsbalken. Also er erkennt, das wird wohl eine PDF-A-Datei sein. Und dann links sehen Sie die eingebetteten Dateien. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Das nur mal so als gleich ganz praktischer Einstieg, wie so etwas aussieht. Es gibt dann auch, das ist dann handlich, jetzt nicht so ein Riesenfeature, aber kann es ruhig mal sagen, im Moment, wenn ich so eine schöne Datei mache und ich schicke die meinem Freund im Fanclub, muss ich ihm schon noch dazu schreiben, da ist was drin, guck mal rein. Das ist nämlich hinter der Büroklammer, also ganz einfache praktische Anwendung. Und wenn ich es Ihnen aber nicht sage, dann wissen Sie es nicht. Und zumindest mal der Foxit Reader wird dann in der nächsten Version so einen kleinen roten Punkt machen. Also das ist jetzt kein Riesenfeature, aber wirklich sehr handlich, weil Sie sehen, hey, da ist noch was. Ja, da könnte was eingebettet sein, was vielleicht eben, wie wir sehen werden, zur Anwendung gehört, zu dem gesamten Kontext zusammengehört. Also das ist sicherlich auch nochmal eine interessante Sache, wenn der wieder weggeht. Hallo, geh mal weg. So ist besser. So. Gut, also das soll das Thema sein, duale Archivierung mit PDF A3. Also dual, weil da eben mehrere Objekte oder vielleicht auch mehrere Objekte zusammenkommen. Das möchte ich Ihnen so präsentieren, so anhand der Anwendungsgebiete, die man da identifizieren kann, wo man das sehen kann. Wir hatten übrigens eben schon einen, der eben hier drin war, da war das Thema Resiscan ja gerade der Vortrag. Da hatte eben der Herr Hübner genau gesagt, dieser Transfervermerk, also das ist eine ganz spezielle Anwendung, aber eben auch eine schöne Anwendung, wo eben die ganzen Informationen von einem letztendlich gar nicht so PDF-speziellen Thema entsprechend dann auch mit eingebettet wird. Also da haben Sie bei Resiscan, haben Sie das gescannte Dokument. Das ist natürlich erstmal das Originaldokument und das, was eben der Transfervermerk, also die ganzen Informationen, die bei Resiscan erzeugt werden, werden eben auch genau eingebettet. Also das sind hier die entsprechenden Dinge. Gut, Sie haben mich schon öfter gesehen, also würde ich mich jetzt nicht so lange vorstellen. Also jetzt habe ich mal nicht den PDF Association Hut auf, sondern meinen Lubatec Hut, den habe ich nämlich auch noch. Da bin ich jetzt letztendlich auch beruflich für tätig. So, gut, jeder darf auch eine Firmenfolie machen. Die Gelegenheit nutze ich natürlich auch, dass wir das nochmal so ein bisschen auch aus der Sicht der Lubatec einordnen können. Das heißt, Lubatec, viele von Ihnen kennen uns schon lange oder ich sehe auch Anwender unserer Produkte hier im Raum. Wir sind eigentlich hier eine Berliner Firma, deswegen finden wir die Location Berlin auch sehr schön für diese PDF-Days. Wir haben uns eigentlich genau auch auf diese PDF-Themen, auf diese Konvertierung spezialisiert. Das ist das, was Lubatec als kleine spezialisierte Firma wirklich, glauben wir, wirklich gut kann. Also insbesondere gescannte Dokumente, da kennen uns viele, das nutzen sie schon lange. Aber auch die digitalen Dokumente, dass wir eben auch die nach PDF, PDFA, PDFA 3 konvertieren können. Neu seit letzten Jahr oder Herbst letzten Jahres sind wir jetzt auch Teil der Foxit-Gruppe. Haben Sie jetzt hier im Laufe der anderthalb Tage auch schon mal gehört. Also Foxit, ich nutze den Foxit-Reader, das ist schon mal als ohne Eigenwerbung, aber eben schon die Nummer 2 Alternative. Also es kann immer der Adobe Reader sein, aber auch der Foxit Reader bietet eben entsprechend auch als kostenfreier Viewer und dort gibt es eben auch weitere PDF-Werkzeuge, wo wir dann eben auch noch größere Lösungen im Zusammenhang bauen werden, aber das soll heute nicht mein Thema sein. Hier steht so ein bisschen schon auch unser PDF-Kompressor im Mittelpunkt. Das ist auch das, was ich dann nutze. Also das, was ich Ihnen eben als PDF-A3-Datei gezeigt habe, das habe ich natürlich mit dem PDF-Kompressor gemacht. Das ist auch ganz einfach. Das geht so einfach, dass ich da auch nicht viel wissen muss. Also ich
schiebt das, so haben wir das auch für unsere, sage ich mal, nicht technischen Mitarbeiter konfiguriert. Da gibt es so einen kleinen Ordner, da wissen die, da müssen sie das hinschieben und dann gucken sie zwei Sekunden später im Output-Ordner oder wenn es größere Datenmengen sind, 5 oder 10 Sekunden später und da steht sie dann. Also der jetzt kein Hexenwerk, keine Riesenlösung, aber schon so, dass man sich dann auch nicht wirklich drum kümmern muss. Man muss natürlich wissen, was will ich konvertieren und was will ich vielleicht entsprechend auch noch einbinden. Für die zentrale Konvertierung haben wir den Rendition-Server und natürlich unterstützen die LuraTech-Produkte alle PFA 3, aber das gilt natürlich nicht nur für die LuraTech-Produkte, da gibt es eben viele andere, die das auch können. Werden wir gleich noch sehen, der Standard ist von 2012, also schon 4 Jahre Markt, also alle können das noch nicht mit dem PFA 3, aber ich denke, das wird auch da tagtäglich besser und insofern ist das schon sehr gut verbreitet und angekommen. Gut, da steht es auch genau. Also jetzt einfach nochmal so kurz, wann ist dieser Standard? Also PFA haben Sie jetzt alle schon mal gehört nach diesen 1,5 Tagen. Das ist natürlich da auch sowieso mit drin. Und was eben die ISO gemacht hat, ist, dass sie eben diese PFA oder sämtliche Standards eigentlich immer weiterentwickelt. Und sie nennen das halt auch Normteile. Und da steckt auch ein System dahinter, nämlich das System, das die ISO schon 2005 gesagt hat, PFA, da machen wir einen Standard raus für die sichere Langzeitarchivierung von Dokumenten. Und die ISO hat damals schon gewusst, so handhabt das die ISO und so ist das auch ein guter Weg eigentlich, zu sagen, da wird schon noch was kommen, die Welt dreht sich ja weiter und gerade unsere IT-Welt dreht sich sehr schnell weiter. Und deswegen wird das eben über Normteile geregelt und daher kommen halt diese Striche, die Sie jetzt schon gehört haben, also 2005 war das PDFA-1, dann gab es dazwischen, ist ja irgendwie logisch, wenn ich jetzt über 3 rede, muss es ja auch mal vielleicht 2 gegeben haben, also gab es auch PDFA-2, was dann eben einfach sinnvolle Weiterentwicklung übernommen hat und dann eben 3. So, und das macht die ISO aber auch, also zum einen hat sie gesagt, da wird sich die Welt weiterdrehen, wir übernehmen das, wenn es sinnvoll ist, in geeigneten Abständen. Also hier ist die ISO auch richtigerweise durchaus konservativ, also nicht wie ein Softwarehersteller. Wir sind ganz stolz, alle hier als Hersteller, wenn wir alle 9 oder 12 Monate ein neues Release haben mit vielen tollen neuen Funktionen. Die ISO nimmt dann natürlich wirklich eher bewährte Technologien. Ich sage mal so ein bisschen wie im Steakhouse, die Technologien, die gut abgehangen sind wie das Steak, die kommen dann auch in den Standard rein und insofern hat sich das auch nicht so schnell bewegt, also zwischen PDFA 1 und 2 waren 6 Jahre, das ist so ein typischer Abstand in der ISO, PDFA 3, werden wir auch gleich sehen, oder steht ja in der zweiten Zeile schon, ging dann schneller, weil eben eigentlich gar nicht so viel von der Funktionalität drin ist, also nur, dass Sie das einordnen können und da wir jetzt bei PDFA sind, dann vielleicht auch nochmal den Satz, natürlich, und das wäre auch irgendwie paradox, hat die ISO eben auch schon am ersten Tag gesagt, der erste Teil wird natürlich niemals ungültig. Also wenn, guck mal Herrn Werner an, wenn er sein Archiv voll hat bei der HUC mit PDFA 1 Dateien, dann will natürlich die ISO auch sicherstellen, dass man dann, genau das wollten wir ja nicht mit PDFA erreichen, dass man jetzt migrieren muss oder sonstige Dinge tun muss. Naja, diese Standardteile sind alle parallel, unabhängig, weiterhin gültig. Eine Frage zum Thema, wieso gibt es eigentlich kein PDFA 3U? Doch, gibt es auch. Gibt es auch? Ja. Okay, gut. Also diese Normlevel oder diese Conformance Level sind, also es gibt dann 3a, 3b, 3u, analog zu dem 2. Ja, so ist die Regel. Gut, ja, für die Techniker, so viele Techniker sind hier nicht im Raum, das finde ich gut, sind mehr Anwender, ist das eigentlich langweilig. Also wenn ich mit unseren Entwicklern spreche, nur über was sollen das, kann ich halt irgendeine Datei einbetten, da haben die nicht so viel zu tun. Das ist auch ehrlich gesagt, das ist ja auch positiv jetzt für einen PDF-Hersteller, nicht so viel zu programmieren, weil es ist nämlich wirklich der Unterschied oder das, was neu kam, war eben genau die Integration zusammen. Man darf jetzt beliebige Dateien einbetten und so ganz wirklich neu war das auch nicht, das ist auch abgehangen. Dietrich korrigiert mich im Zweifelsfall, aber es gab schon immer die Möglichkeit, Dateien in PDF einzubetten. Aber es gab halt unterschiedliche Wege, die auch nicht eindeutig normiert waren. Also da konnte es dann schon mal häufiger passieren, dass da noch was Schönes drin war. Und dann haben sie es gar nicht gefunden, weil ihr Viewer auf die Stelle nicht geguckt hat. Oder es konnte auch was Schlimmes passieren, da hat irgendeiner was reingesteckt, was er ihn untermogeln wollte. Also das ist damit eigentlich auch abgesichert. Das ist jetzt ein definierter Weg. Und das Einzige, was man auch sagen muss, man kann beliebige Dateien einbetten. Also machen wir gleich die schlechten Beispiele. Sie können auch ein Virus einbetten.
Wenn es Ihnen Spaß macht, ist es vom Standard her nicht verboten. Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, aber es ist möglich. Das Einzige, was Sie wirklich machen müssen, ist, dass Sie einmal diesen AF-Relationship-Typ definieren müssen. Und der ist einfach anzugeben, damit man einfach mal zuordnen soll, was ist das eigentlich, was ich da einbette. Also der logische Zusammenhang. Und den sieht man hier mal kurz aufgeschrieben, aber das sehen wir gleich auf den nächsten Folien. Also Source, Data, Alternative, gibt noch ein paar mehr. Das sind eigentlich die einzige Vorschrift, die man tun muss. Also Sie müssen das macht aber das Tool für Sie, technisch einbetten. Und Sie müssen sagen, was es ist. Das sind eigentlich die einzigen Anforderungen. Und sonst haben Sie da freie Hand. Aber diese freie Hand, das eröffnet eben auch ganz viele neue Anwendungsfälle. Und das macht das eben gerade so auch aus meiner Sicht, wo ich jetzt nicht der Supertechniker bin, super interessant. Ich habe Sie mal am Anfang gezeigt, aber das ist eben ein komplettes Archivobjekt. Das hat schon mal einen extremen Charme, also machen wir ruhig diesen praktischen Fall hier. Ich habe die Präsentation gemacht, alles reingeklebt, was ich für diese Präsentation brauche, oder eingebettet, um das ein bisschen deutlich, ordentlicher zu sagen. Und damit habe ich das einmal hier bei der Organisation abgegeben. Also jetzt habe ich nur noch das Mac-Problem, aber das habe ich jetzt auch gelöst, das ist aber mein Problem. Aber sonst muss ich nicht, kennen Sie auch, haben Sie auch schon mal erlebt, dann haben Sie viele Beispiele und dann finden Sie die nicht, wenn Sie auf einem anderen Rechner sind. Oder wenn ich mich jetzt hier mit dem Herrn von Seggern abgestimmt habe, dann kann ich alles doppelt erzählen, dann schicke ich ihm das einmal komplett. Dann weiß er, was er hat, dann muss er auch nicht mit 5 Dateien rumhampeln, sondern das ist meine komplette Präsentation. Und das kann man für jedes andere Geschäftsdokument so logisch weiterdenken. Und dann macht man eben zum einen, ja, hier wäre der Fall oder der Anwendungsfall Source. Also ich mache die in PowerPoint, habe die eingebettet und habe letztendlich auch den klassischen Vorteil von PDFA, natürlich, dass diese Präsentation langzeitsicher ist. Office, das kann alles mal anders aussehen. Wenn ich wilde Animationen gemacht hätte, solche Dinge, wer weiß, ob das noch in 5 Jahren so funktioniert, wie ich es heute in PowerPoint designt habe, ob das ein ganz anderer PowerPoint oder ein ganz anderes Produkt ist. Also hier habe ich nämlich auch wirklich so die Vorteile beider Welten eben in einem Archivobjekt zusammengefasst. Ich habe nach wie vor die Quelle, also wenn ich die nächste Präsentation mache und davon ein bisschen was aufbauen will, dann zupfe ich mir das wieder raus, greife auf das PowerPoint zu, wenn es eben wirklich mehr so jetzt in unserem Firmenarchiv und hier für die Ewigkeit als Dokumentation der PDF, der ist da, dann bleibt das, wird man typischerweise, je mehr Zeit vergeht, eher mit der PDF-A-Version arbeiten. Und das geht natürlich für alle Office-Dokumente, also hier das Beispiel PowerPoint, aber das geht natürlich genauso für Word, für Excel, Visio. Das sind ja manchmal auch die dann interessanten Use Cases, wo man genau den Fall hat. Bei Excel ist ja immer so der Klassiker, Sie haben den Vorteil mit PDFA, Sie brennen die Formeln ein, haben damit auch ein definiertes Dokument, wie es heute aussah, aber vielleicht entsteht ja doch mal die Notwendigkeit in einer nicht so fernen Zukunft, doch nochmal nachvollziehen zu müssen und zu wollen, wie hat denn das Excel gerechnet? Wie ist denn die Zahl rausgekommen, die jetzt da in dem PDFA drinsteht? Und dann kann man das eben sehr elegant machen. Dann hat man ein Archivobjekt, da steht das entsprechend drin. Eine Regel, so kenne ich es von den Anwendern, wird man meistens mit dem PDFA arbeiten, aber manchmal besteht halt vielleicht mehr so in Einzelfällen, Ausnahmefällen, die Notwendigkeit da reinzukommen. Ähnliches für E-Mail-Konvertierung, da komme ich noch zu. Aber das ist auch so ein klassischer Anwendungsfall, wo das entsprechend geht. Und dann hatte ich eben schon erwähnt, ein weiterer sehr schöner Anwendungsfall ist eben der Resiscan-Transfer-Vermerk. Aber du könntest mich korrigieren, das war eigentlich ein Supplement, oder? Mal so ein bisschen genauer drüber nach. Hat hier gut auf die Folie gepasst, aber ich glaube eigentlich, wenn ich ehrlich bin, passt es nicht zu der Überschrift Source. Also das wäre nämlich mehr ein begleitendes Dokument, sehen wir gleich. Und dann gibt es auch auch so einen Spezialfall, deswegen habe ich es auch extra davor geschrieben, aber hatten wir immer dieses Thema, kann mich auch an andere, als es eben noch nicht PDFA 3 gab, war immer die Diskussion, Sie kriegen schon mal der Herr Werner jetzt wieder schickt mir ein signiertes PDF. Ich will aber in meinem Archiv, habe ich entschieden, alles PDFA. Ne? Schicke ich durch den Konverter, prima. Nur leider ist die Signatur kaputt gegangen. Selbst wenn nur minimale technische Änderungen vorgenommen wurden, dafür ist ja so eine Signatur da. Wenn nur ein Byte geändert wurde, geht die Signatur natürlich kaputt und das ist dann verloren. Und somit musste ich irgendwie einen Tod sterben. Und das kann man jetzt auch elegant lösen. Also es kommt von Herrn Werner das signierte PDF. Ich habe aber für mich entschieden, bei mir im Archiv soll alles PDFA sein, aus vielen Gründen, die Sie kennen. Oh nö. Das geht jetzt nicht.
sage da nichts. Also ich habe mehr Macs abstürzen sehen in den letzten anderthalb Tagen als Windows-Rechner. Also da kann ich auch nicht auf die Diskussion ein. Aber im Fanclub haben wir auch eine feine Teilung. Der Herr von Segern ist doch durchaus der Mac-Fan. Ja. So, jetzt bin ich aber, glaube ich, eine Folie zu weit gesprungen. Ja. Gut, also das war die Lösung mit den signierten Objekten, dass man eben hier entsprechend die einbetten kann. Das heißt, die haben eine schöne PDF-A-Ansicht, so wie ich das in meinem Archiv haben will. Wenn ich halt wirklich die Signatur angucken muss, aber eben auch wieder diese Idee, ein komplettes Objekt, das heißt, das ist eine Datei im Archiv, da ist das eben, sind beide drin. Sowohl das signierte von Herrn Werner, als auch das von mir, aus meiner Archivdiskussion konvertierte Datei. So, Supplement, das wäre so ein zweiter Typ, wo man einfach begleitende Daten reinschreiben kann und das bietet eben auch viele Möglichkeiten, um eben Anwendungsfälle abzudecken. Also den habe ich schon länger gehabt, hatten wir mal so ein Meeting-Protokoll in Word und einer ist so ein Fan gewesen von dem Mindlab, das ist so ein kleines Tool, was so beim Meeting strukturieren hilft und das gehört dann einfach dazu. Das ist letztendlich Teil der Dokumentation dieses Meetings oder eben auch, kommen wir gleich nochmal auf, wie man das einordnen muss, aber natürlich macht es vielleicht von der Anwendung her auch einen Riesensinn, vielleicht ein Video für die Bedienungsanleitung einzupacken. Das wird natürlich nicht langzeitsicher dadurch, ich nehme es schon mal vorweg, aber als Anwendungsfall haben Sie ein Dokument, ein Archivobjekt, das schicken Sie raus. Da steht eben das Handbuch drin und vielleicht eine kleine Bedienungsanleitung, die da drin ist. Es gibt dann den Typ Data, der ist halt für Rohdaten geeignet. Das heißt, da wo man, und in dem Bereich kennen wir das auch, so mit Katasterämtern haben wir da gesprochen und zumindest mal erste kleine Pilotanwendung gibt es da. Da gibt es halt Geräte, die produzieren ohne Ende Messdaten, die will man ja vielleicht auch mitarchivieren. Typischerweise fällt meistens sowieso ein PDF-Report raus, also aus den Messdaten, oder denken Sie sich dasselbe für den Laborbereich, aus den Labordaten, aber dann kann man eben diese Daten auch einbetten und wenn man wirklich nochmal eine andere Analyse machen will oder die Daten nochmal anders verarbeiten will, dann hat man das wieder alles komplett zusammen. Und dann, und das war sicher mal der erste Fall, der erste Anwendungsfall für diesen Typ Alternate oder Alternative. Und da ist einfach dieses Zugpferd, das haben Sie jetzt im Laufe der Tage auch schon mal gehört, eben dieses Vorgehen der elektronischen Rechnung entsprechend das Paradebeispiel. Das war auch so dieser erste super sinnvolle klassische Anwendungsfall. Also hier eben, dass man Rechnung entsprechend als PDF-A3, das ist in diesem Zugpferdstandard auch festgeschrieben, also für Deutschland ist das so, wenn man da in der EU dann sind, dann ist das leider noch nicht ganz überall so, dann kann man das machen, aber man muss das nicht machen und das ist eben wirklich, und das auch jetzt ohne, jetzt gehe ich mal, ohne irgendwelche, also ich denke, das ist wirklich auch die perfekte Kombination, also da hat die Pferdgruppe eigentlich auch eine ideale Entscheidung gefunden, weil da ist genau dieser Container-Aspekt perfekt und ich schicke eine Rechnung raus, wir machen das auch als LuraTech, wenn Sie bei uns was bestellen, kriegen Sie eine Zugpferdrechnung. Wenn Sie gar keine Ahnung von IT haben, dann machen Sie das, wie Sie es immer gemacht haben. Jeder, auch der Nicht-IT-Spezialist, kann eigentlich im Adobe-Reader ein PDF öffnen, guckt sich das an, druckt das im Zweifelsfall aus, zahlt das manuell, also ganz klassische manuelle Rechnungsverarbeitung. Oder wer eben entsprechend dann wirklich die maschinenlesbaren Pferddaten auswandelt, der nimmt erstmal die XML, macht die Rechnungsbearbeitung, zum Beispiel im SAP wird das System durchgebucht. Und dann ist das entsprechend fertig. Aber nichtsdestotrotz geht dann immer noch mal die Rechnung eben als PDF-A3 ins Archiv. Und wenn das reine Bezahlgeschäft und eventuelle Reklamationen, also ja, typischerweise bei Rechnung, recht kurzen Zeiträumen, maximal 2-3 Monate würde ich mal sagen, dann macht es sicherlich, wenn man dann noch mal auf die Rechnung zugreifen muss, weil man die noch mal irgendwie prüfen muss, dann wird man eher mit der PDF-A-Version arbeiten. Dann ist der XML-Teil vielleicht, wenn er verarbeitet ist, in Anführungszeichen Datenmüll. So, dann dafür hätten wir auch ein kleines Beispiel eingebettet. Das ist nämlich genau diese Zugpferdrechnung. Das ist die Maus, die mag mich auch nicht. Wo ist sie denn? Vielleicht ein Blatt Papier unterlegen. Ja, das könnte so ein Trick sein. Hm, wieder. Neue. Hängt die sich da ab. So, und dann können Sie einfach anklicken. Ist jetzt eingebettet. Also natürlich fragt der ordentliche PDF-Viewer, willst du das wirklich tun? Weil
Könnte ja doch ein Virus drin sein. So, auch wiederum sehen Sie hier, ist ganz schön gemacht auch im FoxTrader. Hier haben Sie so entsprechende Reiter, dass man hier entsprechend drin ist. Auch das ist jetzt eigentlich schon ein kleines Schmankerle. Das wäre jetzt eine PDF-A3 in einer PDF-A3-Datei. Also das ist auch beliebig tief zu schachteln. Das sieht aus wie eine Rechnung. So, und wenn man jetzt hier eben auf die Büroklammer wieder klickt, dann ist hier eben die Zugpferd XML drin. Wenn Sie jetzt keinen XML lesen, aber hier haben Sie eben genau die rechnungsbeschreibenden Daten als Beispiel eingebettet. Also das wäre der Anwendungsfall Zugpferd. Das Ganze nochmal so ein bisschen auch, also jetzt haben Sie hoffentlich so ein paar Anwendungsfälle gesehen, auch letztendlich Ideen. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema E-Mail als Beispiel. Das muss man aber immer nochmal wichtig sagen, dass natürlich die Langzeitarchivierung bei PDF-A, ich sage immer, wenn wir es so eben am Bildschirm gesehen haben, oder wir gucken es hier, langzeitsicher ist der rechte Teil. Also das, was wir uns angucken, was da drin steckt. Nehmen wir ruhig das Extrembeispiel Video. PDF-A ist nicht für Videos gemacht worden. PDF-A ist für zweidimensionale, statische Geschäftsdokumente gemacht worden. Auch eine spannende Aufgabe für Archivare, sich über Langzeitarchivierung von Videos Gedanken zu machen. Aber das war nicht das Ziel der PDF-A-Gruppe. Das müssen andere lösen, dieses Problem. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass man das natürlich auch mitnimmt, dass das PDF-A-Kriterien, also mit allen Regeln, die natürlich erfüllt sein müssen, eben für den, ich sage mal, rechten Teil, wenn ich mir das so am Bildschirm angucke, und das, was eben als Video eingebettet ist, das ist super sinnvoll oder kann super sinnvoll für den Use Case sein, mein Beispiel Bedienungsanleitung. Sie haben eben komplette Objekte für einen Vorgang, also immer eine Datei, und wir werden das, glaube ich, dann nach der Kaffeepause beim Herrn van Segger nochmal sehen, das macht dann auch Spaß, wenn man in so einem ECM-System richtig mit umfangreichen digitalen Akten arbeitet. Man kann die eingebetteten Dateien verwenden, solange sie halt gehen. Also eben hatte ich schon das Beispiel mit dem Zugpferd, das XML wird wahrscheinlich relativ schnell uninteressant. Bei so einem Excel greife ich vielleicht mal in Ausnahmesituationen drauf zu, aber wenn ich eben, nehme ich ruhig mal ein PowerPoint, das kann mir durchaus passieren, dass ich Weihnachten die nächste Präsentation mache und dann das sehr schön als Vorlage nehmen kann. Und hier sieht man das nochmal in dem Zugpferd, also kurzfristig. Und bei E-Mails ist es eben entsprechend auch die sichere Version, also da haben wir auch schon lange und viele Jahre viele Anwender, die E-Mail erstmal allgemein als PDF-A machen und dann eben, jetzt sehen wir gleich, wie man das mit PDF-A3 machen kann. Klingt immer so ein bisschen einfach, aber E-Mail, da steckt auch so ein bisschen der Teufel im Detail. Also da, wenn Sie da wirklich auch an das Thema rangehen, dann gucken Sie mal bitte zweimal hin, welches Tool Sie da nehmen. Also so ein einfaches Hello World. Word kann eigentlich auch so ein billiges PDF-Tool konvertieren. Das gelingt dann schon. Aber das sind genau auch die Dinge, wo jetzt wir mal als Juratec auch so durch so eine Lernkurve gegangen sind. Also wenn Sie komplexe Word-Dokumente haben, komplexe Tabellen, also Grafiken, auch wie man das so mit dem Excel und dem Seitenlayout macht, da unterscheiden sich dann auch, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wenn man da wirklich mal in die Produkte reinguckt. Und bei E-Mail war auch so eine Variante, ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal gleich sehen, kann man auch verschiedene Wege gehen, die sehen wir aber nochmal. Also bis. So, ich will jetzt nicht über E-Mail-Archivierung reden, dafür reicht dann die Zeit doch nicht, aber so zumindest nochmal ein bisschen als Einleitung. Also zum einen, wie gesagt, machen schon viele Anwender, ist das ein guter Weg. So Mail. System. Also es fängt mal erstmal mit der Integration an. Das heißt, es gibt nach wie vor viele Anwender, die haben eine schöne Scanstrecke und alles, was als Papier reinkommt, geht wunderbar in ein Archivsystem. Und dann steht da so ein dicker, fetter Outlook-Server und da sind die ganzen Mails drin. Und das ist natürlich das, was jetzt auch insbesondere so die ECM-Hersteller, die Dokumentenmanagement-Systemhersteller sagen, das ist natürlich nichts. Die wollen ja aus der Sachbearbeitersicht nach wie vor auf die Kundenakte gucken. Und wenn ich als Kunde im Callcenter, ich rufe jetzt wieder bei der Hook an, Herr Lana, anrufe, dann ist mir egal, ob ich das per Mail, per Papier oder per Fax reingeschickt habe. Und dann muss eigentlich der Kollege bei der Hook auch meinen Vorgang haben. Er muss wissen, was haben wir für Vorgänge mit dem Zellmann, was hat er uns geschickt und was will er uns jetzt vielleicht für einen Schaden melden. Also da ist schon ganz viel drin und das will ich jetzt hier auch sicher nicht ausführen, aber das, was wir hier ein bisschen jetzt mal antippen, ist Archivierung als PDF-A von E-Mails.
Aber wenn Sie das Thema angehen, dann ist das natürlich das gesamte E-Mail-Management, soll ich schon wieder booten? Ist das ganze Thema E-Mail-Management natürlich noch wesentlich mehr. Da kommen dann Themen wie, wie gehe ich mit privaten Mails um, wie sind die Policies, wie sind die Zugriffsrechte, all diese Dinge. Darf man das eigentlich machen, E-Mails konvertieren? Das ist ja vielleicht auch mal eine Frage, die man stellen kann. Da greife ich mal auf diese GOBD zurück, das ist heute schon mal gefallen. Hier steht es mal in Landform. Du hast ja vorhin gesagt, das kann keiner. Ich kann mir das auch nicht auswendig. Ich kann mir das auch nicht merken. Das ist so ein typisch deutscher Behördenbegriff, der ist sehr lang. Letztendlich geht es darum, digitale Dokumente, Grundsätze, ordnungsgemäße Führung. Also aus diesem Buchhaltungsansatz, also Sie können den Text lesen, ich lese ihn jetzt nicht vor. Die gab es ja schon immer, ist jetzt natürlich erweitert worden, gemäß den neuen technischen Möglichkeiten ist das angepasst worden und hier ist jetzt eben explizit auch die PDF-Konvertierung erlaubt und empfohlen, also das wird auch durchaus gemacht und das ist der andere ganz wichtige Punkt und das ist ja einfach nochmal ein starkes Argument für PDF, das heißt hier muss man eben, und das schreibt eben diese GOBD auch fest vor, wenn Sie was maschinell Auswertbares erhalten, dann muss das auch so bleiben, also der Älteste immer wieder gerne genommen, der Witz, E-Mails ausdrucken und durch die Scan-Strecke schicken. Es gibt Anwender nach wie vor. Und Herr Werner wollte Viren vertiefen, das dürfen Sie jetzt nach GOBD auch nicht mehr. Das war schon 5 Jahre her bei Ihrer Präsentation. Aber das ist jetzt auch nicht mehr. Also das ist schon so jetzt. Das hat jetzt der Gesetzgeber auch Wert drauf gelegt, dass man eben digital erhaltene Dokumente nicht nochmal verdummt. Also ausdrucken oder vertiefen ist ja letztendlich so ein bisschen elektronisches Drucken. Und damit hat man eben eine sichere Grundlage für die E-Mails. Und hier kann man eben nochmal dann die Beispiele entsprechend sehen. Also wie gesagt, wenn ich sage, viele Anwender machen das schon viele Jahre, dann gab es ja noch kein PDF A3, dann haben die eben einfach PDF A1 genommen. Das ist auch nicht falsch, das muss man jetzt auch nicht morgen ändern. Was passiert ist, kennen Sie soweit, PDF A1, es wird halt, ich sage immer, flach geklopft. Also ich schicke Ihnen eine E-Mail, dem Herrn Klinger, der guckt mich an, dann schicke ich ihm mal eins mit PowerPoint und Word dran und noch ein Excel dran. Dann kriegt er halt nach der Konvertierung vielleicht eine PDF-A-Datei mit 15 Seiten. Aber da muss man schon hingucken, um zu wissen, okay, die ersten 2 Seiten waren mein E-Mail-Text. Das sieht man ja dann aufgrund der Optik. Seite 3 bis 5 sieht aus wie das Word und ab Seite 6, wenn ich das richtig gezählt habe, wird es dann so ein bisschen mehr Excel-like. Das kriegt, also das ist dann nicht mehr, das geht so ein bisschen verloren, dieser Kontext. Aber das ist natürlich auch der Spaß bei der E-Mail-Archivierung, dass man eben die ganzen Anhänge auch sicher macht. Und da kommt jetzt eben PDF A3 ins Spiel. Da kann man eben sowohl den Body als auch die Anhänge wieder einbetten. Und dann gibt es so verschiedene Spielarten, die ich Ihnen auch gleich nochmal zeige. Also man kann sagen, das ist aber letztendlich Ihre organisatorische Entscheidung. Also wir haben da Kunden, die sagen, nö, Buddy, ist PDFA reicht mir, Anhänge reicht mir auch im Original. Dann kann man das so ein bisschen in den Spielform machen und dann eine große deutsche Bank in Frankfurt, deren Namen ich dann auch nicht nennen darf, das ist ein bisschen Geld für die Hook. Und die haben gesagt, wir wollen eigentlich, es reicht uns für das Sachbearbeiten, für das Arbeiten, arbeiten wir zu 99% mit dem PDFA. Dateien. Das ist das, wo die Sachbearbeiter im Dokumentenmanagement arbeiten. Und wenn es dann wirklich mal haarig wird, weil uns einer verklagt und weil wir nachweisen müssen, ob das Ding wirklich bei uns angekommen ist und auf welcher E-Mail, also wenn Sie alle entsprechenden Detaildaten des Mail-Headers, sage ich mal, der Transportinformation brauchen, dann gesagt, dann reicht es und dann schmeißen wir das EML rein. Also wenn es dann sein muss, dann bröseln wir das EML auseinander, ist aber bei uns na, wahrscheinlich nicht mal 1%, da reden wir wahrscheinlich eher ein Promille der Fälle, wo ich da mal wirklich reingehen muss, das ist eben entsprechend das, was man da berücksichtigen muss. Gut, die wollte ich Ihnen nochmal zeigen. Also hier hätten wir mal als Beispiel einfach so ein PDF A1. Und dann, wenn Sie das sehen, ist auch ein PDFA, das ist halt flach geklopft. Also Sie sehen hier unten 18 Seiten und man kriegt schon eine relativ nette Idee. Das wird wohl das E-Mail-Anschreiben sein. Das sieht vielleicht ein bisschen aus, wie es mal ein PowerPoint war. Und da unten ist dann noch irgendwo vielleicht ein Bildchen oder was hatten wir da noch drin? Hier war, glaube ich, noch ein. Nee, auch noch nicht. Das war Excel.
Okay, also da war noch so ein kleines Excel. Das war genau das, was ich eben meinte. Da verlieren Sie eben ein bisschen den Zusammenhang, was war welches Attachment, aber nichtsdestotrotz, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall da. Ja. Eigentlich sollten die Buchmarken gehen, oder? Doch, da, hat er, da springt er sogar. Ja, also ist ja recht. Hier sind auch noch mal die Bookmarks entsprechend drin. Also Bookmarks sind da auch sehr hilfreich übrigens bei PDF-A3. Das ist vielleicht auch so ein kleines Kriterium, wo man ein bisschen darauf achten sollte, weil das macht das dann natürlich wesentlich strukturierter. Dann habe ich jetzt hier mal ein bisschen schieben. Also hier hätten wir jetzt mal so ein 3U. Also das war Ihre Frage. Also der heißt nicht nur 3U, sondern der ist wirklich 3U, Herr Werner. Und hier sieht man dann wieder über die Büroklammer, hier sind entsprechend dann die entsprechenden Words und XLL-Dateien eingebettet oder dann eben, das wäre so die Bankvariante, wo die sagen, wir wollen die 18 Seiten haben. Das ist das, womit wir eigentlich tagtäglich die Sachbearbeitung der E-Mails machen. So laufen die ins Dokumentenmanagementsystem rein und wenn es dann halt mal eine Klage gibt oder sonstige Problemchen, die man eigentlich lieber nicht haben möchte, dann müsste ich ein bisschen schieben und dann sehen Sie, dann hat hier war jetzt der, und das muss jeder sich auch für sich selber ein bisschen überlegen, was da in Ihre Organisation, in Ihren Ablauf passt, wo das auch natürlich dann, was der Herr von Seggern gleich noch machen wird, eben auch entsprechend gut mit Ihrem Dokumentenmanagementsystem zusammenspielt. Also da waren so ein bisschen die Möglichkeiten. Ja, unten nochmal kurz erwähnt, also auch hier gibt es sowas wie duale Archivierung, also weil nochmal das Thema ja nur angetippt ist. Also ich sage immer ganz gerne, und ich nenne das auch, diese PDF-A-Konvertierung von E-Mails, die macht Sinn für die Netto-E-Mails. Also das, was echter Inhalt ist, wo Versicherungsnehmer Zellmann jetzt mal von der Nürnberger einen Schaden melden will, dass er nämlich der arme Herr Werner abkriegt, das entsprechend. Also insofern, und natürlich kann das, und ich glaube, eine Versicherung wird das tun, hängt halt von ihren Compliance-Anforderungen, eine Bank wird das auch tun, Lubatec macht das nicht. Also wenn irgendeine Rechnung bei uns mal im Spam landet, der meldet sich schon, wenn wir die nicht bezahlen. Also als kleine Firma, gut, da haben wir nicht das Problem. Wenn ich eine Bank bin, sieht die Welt, meine Compliance-Welt ganz anders aus, dann habe ich da vorne, das ist typischerweise so ein Stück Hardware, der archiviert alles weg, die Spams, die Viren, aber damit kann man halt auch immer dann für solche Anforderungen nachweisen, dass man entsprechend dieses Mail bekommen hat oder man hat es eben auch nicht bekommen. Gut, so ein paar Tipps aus der Praxis noch, wie gesagt, gibt es ja schon eine Weile, gibt es jetzt auch Anwender, also insofern wollte ich da nochmal so ein bisschen so ein paar Fragen eingehen. Also das eine ist sicherlich, ja, so habe ich es einfach mal genannt, aber das waren auch so die praktischen Erfahrungen aus dem Support. Wann mache ich denn das? Also finden Sie jetzt toll mit dem PDF-A3 und dem Einbetten. Die Frage ist, wann machen Sie das? Und ja, es ist schon, wir reden von dualer Archivierung. Also werden wir schon irgendwo so kurz vor dem Archiv sein. Also vielleicht nach der Bearbeitung, je nachdem, wie Ihre Workflows da sind. Klar, also wenn ich mache das natürlich nicht für jede PowerPoint-Version, also wenn wir mal einfach den Sachbearbeiter, den normalen Benutzer nehmen, dann, wenn ich fertig bin, dann mache ich die. Also wenn eine Version, letztendlich auch der Begriff Version ist hier sehr gut, entsteht. Bei E-Mails kann man das, das hängt dann auch ein bisschen mehr von der Organisation ab, ob man das schon relativ kurz am Empfang macht. Sicherlich sinnvoll, wenn die gleich ins Dokumentenmanagementsystem reinlaufen oder vielleicht auch wirklich erst nach der Bearbeitung, wenn man da vielleicht auch entsprechend das ein bisschen anders organisiert hat. Ja, wie macht man das mit guten PDF-Tools? Also links unten steht das Logo, aber es gibt auch andere, das wollen wir immer nicht verschweigen. Wie gesagt, ich hatte dieses Beispiel schon, so machen haben wir das wirklich intern. Also jetzt sind wir Lubatec nicht der Hersteller, sondern einfach eine kleine Firma, die auch Angebote schreibt und Rechnungen schreibt. Und das haben wir eben wirklich so organisiert. Das müssen die auch nicht wissen. Also unsere Dame in der Administration, die Kollegin, die kann ihr Lexware, haben wir in dem Fall, kann die Rechnung erstellen und dann weiß sie, sie muss noch einen Klick machen und dann geht das auf wundersame Weise in irgendeinen Server, läuft das rein und sie weiß, 3 Sekunden später steht da die Zugpferdrechnung und die schickt sie halt an den Kunden. Und damit ist da, also man kann das so weit automatisieren, dass natürlich der Nicht-IT-Benutzer, dass nicht da jeder jetzt der PDF-A3-Experte werden muss, also das soll eigentlich die Botschaft sein. Oder man macht das eben auch als zentrale PDF-Konvertierung, also wenn man so eine Idee
auch wie dieser Transition-Server hat oder eben gegebenenfalls auch im ECM-System. Da wirst du ja noch ein bisschen eingehen, da gibt es dann auch noch. Gut, ja, dann gibt es immer so diese Frage, die kommt eigentlich immer. Deswegen nehme ich sie mal vorweg. Also wie kam man aus dem Zugpferd? Da gibt es wirklich die Frage Nummer 1. Ich kann irgendwo hingehen, das ist immer die erste Frage. Was ist denn, wenn die Rechnungssumme im PDF nicht in dem XML, also im PDF steht 100 Euro drin und im XML steht 200 Euro drin. So, und da hat der insbesondere im Zugpferdbereich der Gesetzgeber wirklich schnell reagiert, aber eigentlich auch nichts Neues. Ich als Rechnungsersteller, ich bin dafür verantwortlich, eine richtige Rechnung zu machen. Sie als Rechnungsempfänger, das ist der einzige Unterschied bei Zugpferd. Sie müssen sich einmal entscheiden und das auch in die Verfahrensdokumentation mit einem Satz reinschreiben. Wir arbeiten mit dem XML-Teil oder wir nehmen den sichtbaren Teil. Also da, wenn das nicht zusammenpasst, ist das nicht Ihr Problem als Rechnungsempfänger. So kann man das natürlich auch mal fragen und da wird es auch kein Dokumentenmanagementsystem. Also da waren auch immer gerne die Fragen, jetzt mache ich noch eine neue Version von dem PowerPoint und ich will die irgendwie austauschen. Also da ist es dann schon, da sind wir eben doch wieder mehr bei PDFA und Archivierung, also wo so ein Dokument dann fertig ist. Also hier kommen Sie dann schon auch wieder entweder im Dokumentenmanagementsystem rein oder Sie machen einfach eine neue Version. Das ist dann das, dann haben Sie eben eine, wenn Sie die Version aufheben wollen, dann gibt es halt die Version 1, die habe ich jetzt hier vielleicht während der PDF-Days an zur Abstimmung gegeben und dann habe ich noch ein paar Korrekturen eingebaut, das ist dann meine Version 2. Oder man signiert halt auch, wenn man die Gleichheit wirklich sicherstellen will, auch sicherstellen will, dass das nicht verändert wird. Gut, dass der Fox-Reader das anzeigen kann, das hatte ich Ihnen, glaube ich, schon gesagt. Und ich bin auch super in der Zeit, 5 Minuten noch für Fragen. Gut, bedanke ich mich erstmal, hoffe, haben so Ideen genommen. Also PDFA 3, technisch eigentlich einfach, aber viele neue Anwendungsmöglichkeiten. Und wir haben ja Beispiele hier auch in den Days, also Zugpferd war der erste, E-Mail sicherlich so der zweite Fall. Resi-Scan schon ein bisschen speziell, aber da sieht man auch, wie der Nutzen da entstanden ist, auch eine schöne Lösung. Gut, darf mich erstmal bedanken und gerne noch Fragen.